Dem ist das ja eigentlich. Er braucht das nicht. Na super, jetzt kriege ich von dir was geliefert. Aufnehmen. Lies nochmal. Ohne dass ich ihm sage, das kommt von da, das kommt von da, sondern. Putz die einfach. Reihenfolge eigentlich wurscht. Ja. Aber er holt sich immer nur das eine. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ich hier mal Spotbus drauf tacke. Kabelanker hin. Und sag hier mal von oben. Das. Dann wird es ein bisschen dauern. Und wahrscheinlich passiert nichts. Doch. Okay. Nun reiße ich mal den Boden wieder auf. Dann Exportpost. Redstone. Nein. Exportkurs. Redstone. Hier ist irgendwas im Weg. Blanca. Glaube. Von hier soll jetzt das kommen. Wenn er schon von hinten das Teil macht. Und das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Exakt wie vorausgesagt. Kann ich mal sagen, hier noch ein Exportbus. Vielleicht müsst ihr mir hier ein Restaurant reinbringen. Und da kommt auch ein Redstone. Es ist also völlig wurscht. Sobald ich jetzt aber den Prozessor hier rauskriege, werde ich gleich Redstone drin haben. Und das macht so überhaupt keinen fucking Sinn. Vor allen Dingen, weil es halt. Ich kann das nur in die Mitte reinpacken. Ja, okay. So, Redstone in die Mitte. Das, was mir eigentlich, wenn du sagst, du kannst Redstone nur in die Mitte, dann wird es so sein. Okay, damit kann ich leben. Redstone in die Mitte heißt aber, du schießt von hinten in die Mitte rein. Also muss ich dich umbauen.
Also eigentlich muss ich komplett eine Scribe umbauen. Dann packe ich einfach mal hier so drauf. Und lassen wir hier Exportpost einlaufen. Den füttern wir mit Redstone. Wo ist jetzt wieder mein Glaskabel? Irgendwas ist doch hier. Weg. Hab ich gesagt, Glaskabel. So. Das ist eigentlich wurscht, was wir hier laufen lassen. Hab ich schon gesagt. Okay, Redstone haben wir drin. Dann brauchen wir jetzt hier noch einen zweiten Exportbus. Dann packen wir hier oben drauf und sagen, hier kommst du rein. Weiteres Glaskabel. Sollten wir dann theoretisch zwei von drei Komponenten haben. Kurz schauen, ob ich einen dabei habe. Wenn ich dich gut tappe, müsste ich einen fertigen Prozessor auskriegen. Das füllt sich auch wieder auf. Einen Logikprozessor herstellen. So, und jetzt hängen wir genau da wieder fest, weil er kann es nicht. Er kann, dieses Scheißding kann offenbar nur von hinten irgendwo was reinzimmern. Und er kriegt es nicht auf die Reihe, das hier entsprechend dieses Teil hier reinzuzimmern. So, fertig. Er kann das hier auffüllen, kein Problem. Aber kann es nicht andersrum. Er kann nur immer offenbar dieses Teil hier reinzimmern. Also in die Mitte. Und das hilft mir nicht. Oder kurze Idee noch. Müssen wir noch mal was umbauen? Also nochmal weg hier, das weg, das weg, das weg, das weg. So, auch ein Glaskabel. Na, genau ohne das Ding hier. Webikara. So, Glaskabel. Das führe ich jetzt nach oben weg.
Einmal so rüber. Exportbus. Ins Gewölbe. Nee, ohne Export, ohne Post. Was hast du nicht durch alle Ecken verbunden? Was habe ich fast gedacht, weil ich dumm bin? Kabelanker. Ja, das ist natürlich der perfekte Kabelanker da hinten. So. Machen wir den mal da dran. Da kommt jetzt von der Seite kam jetzt Baum. Gott, was für ein Aufwand. So, jetzt von hier. Hier keine Verkabelung? Doch, danke schon. Warum geht dann kein Redstone ran? Wirklich doch. So, jetzt kriegen von hier Redstone. Hier aus. Na, das sieht aus wie bei Hempels. Na, schauen wir mal. Vielleicht kommt es ja trotzdem. Okay. Und von oben soll jetzt der das goldene Gedöns reinkommen. Ja, mach das mal einmal bitte. Natürlich nicht. Ich verstehe es halt nicht, von wo das Problem ist. Ich kann den Aufbau machen, wie ich lustig bin. Egal wie rum ich ihn mache, es klappt nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was frustrierend draus gemacht habe, wie versucht hier diesen blöden Inscriber zum Laufen zu bekommen.
Ups. Hi. So, was willst du hier noch versorgen? Du musst weiter craften. Das ist ja eigentlich nicht die Welt. Müsstest du eigentlich noch machen können. Gut, langsam geht jetzt bei den Energie aus, aber noch hast du. Das kannst du nicht mal hier. Soll ich noch irgendwelche CPUs rumliegen? Ja. Oder hat doch extra hier Co-Processing Unit dran. Gott regt mich auf diese scheiß Benachrichtigung von Windows. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen genervt. Craft Text? Nee, da wo Craft? Hier, Bahn. So. Automatisch. Nee, da kostet das. Nicht hier drinnen irgendwo. Nein. Der ist noch komplett leer, glaube ich, genau. Nachschauen. Ob ich den auch hier drüben herstellen lassen kann. Wird nicht gehen, aber ich will es mal ausprobieren. Das wäre. Fangen wir mal C. Hm? Ach, ich habe Alu genommen. Idiot. Das wollte ich auch C. Mal alles raus, sonst komme ich durcheinander. Das klappt hier schon mal nicht, sondern ah, ich würde es dann erstmal, glaube ich, mal eine rauchen gehen.
Wie viel Strom haben wir eigentlich hier noch drin? Das muss ich, glaube ich, auch demnächst mal voll machen. Verstehe halt nicht, warum. Doch, jetzt macht das doch. Warum macht das denn vorher nicht? Und hat es vorher nicht gemacht? Ich verstehe es nicht. Das ist ja gemacht. Manchmal verstehe ich nicht, warum man Sachen nicht macht. Verstehe ich so überhaupt nicht. Also zwei Sachen. Zum einen, ich würde jetzt dann erstmal ganz kurz eine rauchen gehen und was trinken. Und dann muss ich mir überlegen, wo mein Gedankenfehler ist, dass weder das eine richtig läuft, noch das andere. Weiß nicht, liegt das daran, aber es kann eigentlich nicht sein. Ich habe überall Co-Prozessoren drin, damit die Sachen aufgeteilt werden, dass es verarbeitet wird. Damit es Lastverteilung gibt. Oder habe ich da einen Denkfehler? Ich kenne mich halt zu wenig mit dem ganzen ME-Gedöns aus. Das ist ein echtes Problem. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich gehe jetzt erstmal rauchen und dann schaue ich weiter. Bis nachher. Bis gleich.